Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat. Ja, und nachdem wir uns vor zwei Tagen den polnischen neuen Tier 10 TD angeschaut haben, den NC-70, gestern die Buffs am Panzerkampfwagen 7, mit denen ich eigentlich sehr zufrieden war, wollen wir uns heute anschauen den AMX Fosch 50B. Auch der hat ja Buffs bekommen, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so krass aussehen, aber es verbessert das Fahrzeug doch schon, ja, ich will nicht sagen erheblich, aber der Fosch 50B war ja vorher schon gar nicht so verkehrt, auch gerade in so Modi wie Ansturm oder so, wenn ihr da mit einem 6-Schuss Autoloader an den Start kommt mit 400 Schaden pro Schuss, dann kann man da schon gehörig mit zulangen und kann vor allem in kürzester Zeit massiv dem Gegner HP abziehen. Die vorwiegende Einsatzstärke ist natürlich die Mobilität und dann auf kurze Entfernung die Gegner tracken, retracken und komplett abfarmen, im besten Falle. Ansonsten mit dem Snipen war ja ohnehin vorher, ja, so lala. Ich muss sagen, es funktioniert einigermaßen mit der APCR. Mit der AP, finde ich, ist das Snipen relativ schwierig. Ihr seht jetzt hier auch, ich spiele den ausschließlich mit der APCR. Da hat man auch die nötige Durchschlagskraft. 257 Durchschlagskraft für einen Tier 10 TD, der auch mal dazu taugen soll, dann oder regelmäßig dicke Keiler wegzumachen, sich einen Schuss zu fangen und dann das ganze Magazin reinzuflöten. Also da gehe ich dann lieber auf Nummer sicher und nehme die APCR mit. Vielleicht an der Stelle nochmal ein kurzer Hinweis. Ich freue mich natürlich immer wahnsinnig, wenn ihr dem Video, wenn es euch einen Mehrwert verschafft, einen Daumen nach oben gebt. Und dann vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis. Vielen von euch ist das ja schon aufgefallen in letzter Zeit. Die Bot-Kommentare, die sind einfach sofort da und ich schaffe es nicht jedes Mal, die sofort zu löschen oder teilweise kommen sie auch wieder. Also geht nicht weiter drauf ein in den Kommentaren. Das ist halt eine Sache, damit kommt YouTube im Moment irgendwie nicht klar und schafft es auch nicht, das irgendwie mal zu bannen. Ich muss die dann immer manuell löschen und nicht jedes Mal kann ich bei der Veröffentlichung des Videos sofort dann agieren. Deswegen auch am besten die auch gar nicht irgendwie liken, die Kommentare nicht drauf eingehen, sondern konzentriert euch auf das, was in dem Video angesprochen wird. Ja, ansonsten nochmal vielleicht ganz kurz zu meiner Ausrüstung des Panzers. Wir haben hier eine erbeutete Lüftung, einen erbeuteten Turbo und eine erbeutete Härtung. Also ihr seht schon, worauf das hinausläuft. Die Härtung dafür da, um nicht beim ersten Schuss getrackt zu werden. Der Turbo natürlich, um diese gute Mobilität auszunutzen und die Lüftung boostet nochmal alles. Man könnte natürlich jetzt hier statt der Lüftung vielleicht eine Zielführung oder einen verbesserten Drehmechanismus noch nutzen. Für mich ist die Lüftung halt dahingehend auch ganz gut, weil es natürlich auch nochmal die Terrain-Resistance-Werte verbessert, weil es die Reload-Zeit verbessert, das Gun-Handling allgemein. Also die Lüftung verbessert im Prinzip so wie Waffenbrüder auf der Crew alles und deswegen ist das eine ganz gute Ergänzung hier auch zu den Rationen. Das ist mein Setup. Die Feldmodifikationen, die habe ich noch nicht ergrindet. Ihr seht das hier, ich habe jetzt 200.000. Ich mache das immer so, ich spiele mir erstmal alle Erfahrungen zusammen und dann klicke ich das auf einmal durch. Ich würde auf jeden Fall Halten der Geschwindigkeit beim Durchqueren aller Geländearten empfehlen, also verstärktes Fahrwerk. Dann würde ich hier auf die Parallaxenanpassung gehen bei der vierten Geschichte. Bei der fünften, da ist es so ein bisschen so, ja, Tarnung nach dem Feuer, minus 6% Sichtweite könnt ihr erhöhen oder ihr bleibt bei dem plus 6% Tarnung nach dem Feuer. Das ist so ein bisschen euch überlassen, wie ihr den spielt. Dadurch, dass ich ihn relativ aggressiv spiele, würde ich eher auf die plus 2% Sichtweite gehen. Hier oben bei Nummer 7, auch hier habt ihr plus 4% Zielerfassung, minus 15% des Durchmessers, das würde ich auf jeden Fall nehmen. Die 3% Nachladezeit, ja okay, nimmt man in Kauf, aber dafür ist das Gunhandling einfach nochmal ein bisschen geiler. Und hier unten habt ihr entweder plus 2 km/h Rückwärtsgeschwindigkeit oder 3% der Strukturpunkte des Fahrzeuges. Muss man sich auch überlegen, kann man natürlich auch auslassen. Wenn ihr besonders aggressiv seid, dann kann man natürlich auch die Strukturpunkte nehmen. Gerade jetzt, wo Wargaming von Haus aus dem Fahrzeug, das ist ja einer der Buffs, statt 13, 15 km/h Rückwärtsgeschwindigkeit gegeben hat, kann man das natürlich nehmen und hat zumindest immerhin noch 13 km/h. Aber dadurch, dass man sich natürlich auch schnell aus der Situation wieder rauslösen will, glaube ich, dass man am besten fährt, wenn man das hier vielleicht gänzlich offen lässt und da gar nichts wählt. Ja, damit
Das ist mein Setup zu dem Panzer und die Runden, die beiden, die ihr jetzt sehen werdet, die sollen so ein bisschen mal den Spielstil vor Augen führen und dran denken, hier habe ich noch gar keine Feldmodifikationen drauf. Deswegen, die Runden, die ihr jetzt sehen werdet, sind auch ohne Feldmodifikationen gespielt. Die erste Runde, die ich euch mitgebracht habe, sind wir auf Himmelsdorf und normalerweise bin ich ja ein großer Freund davon, zum Beispiel über die Bahnschienen zu fighten und kein großer Freund des Hügels. In diesem Setup jetzt hier aber sehen wir, dass im Gegnerteam, ja, erstmal ein FV, der kann euch mit einem Schuss komplett wegmachen. Dann habt ihr Doppeljagd-E. Schlachtergasse fällt eigentlich aus. Und wenn man jetzt noch guckt, Doppelkunze-Panzer, Jagdtiger, Stritzwan, die haben natürlich alle einen krassen Sichtweitenvorteil auf den Bahnschienen. Das heißt, aufgrund des Setups habe ich mich jetzt hier dazu entschieden, dass meine Stärke auf dem Hügel ist, auch wenn das jetzt vielleicht nicht zu dem, ja, taktischen Aspekt der Karte passt, aber ihr müsst natürlich auch immer gucken, wo ist euer Gefechtswert am höchsten. Und wenn wir jetzt mal gucken, wie viele Leute hier auf den Hügel fahren, dann ist das vielleicht doch auch gar nicht so schlecht, dass wir uns nirgendwo selber isolieren und vor allem auch jetzt nicht den Kampf gegen die beiden Jagd-E oder so forcieren, sondern erstmal mit der Masse mitschwimmen, weil das ist einer der ganz wesentlichen Aspekte. So ein Panzer wie der Fosch 50B, aber auch natürlich der Heavy, der Arm X50B, die leben davon, dass ihr um euch herum Mitspieler habt, dass ihr quasi nicht, wenn ihr dann euren Clip gemacht habt, von anderen gepusht werden könnt, sondern ihr wollt eigentlich darauf warten, dass die Gegner sich gerade am Austauschen sind und dann zuschlagen und eure tödliche Fracht quasi loswerden, dann in Ruhe nachladen, im Verbund mit den Mitspielern agieren. Das ist im Prinzip der Schlüssel zum Erfolg. Das klingt jetzt in der Theorie erstmal recht einfach, ist in der Praxis dann aber auch relativ schwer manchmal umzusetzen, weil ihr kennt das selber, die Mitspieler haben immer alle eigene Pläne, verfolgen eigene Aspekte. Ja, kommen wir jetzt aber, nachdem wir das geklärt haben, mal dazu, was ist denn alles verbessert worden? Und da haben wir vor allem das Gunhandling. Ihr seht das vielleicht auch schon an dem Fadenkreuz, was hier, egal wie ich mich bewege, eigentlich nie wirklich groß aufblüht. Das liegt einfach daran, dass die Streuung bei Bewegung des Fahrwerks um 19% verringert worden ist. Das Bewegung des Fahrwerks bedeutet vorwärts, rückwärts fahren, nichts anderes. Um 19% ist das Fahrwerk oder ist die Streuung verbessert worden. Des Weiteren ist die Streuung bei Wannendrehung des Fahrwerks. Das bedeutet jetzt, wenn ihr auf der Kette rechts, links dreht, ja, also manövrieren auf der Hochachse. Das ist damit gemeint, wenn ihr links, rechts steuert, das ist bei Wannendrehung des Fahrwerks gemeint, auch um 19% reduziert. Also nicht nur vorwärts, rückwärts, sondern auch rechts, links massiv verbessert, fast 20%. Und dann ist die Streuung des Geschützrichtens auch noch um 29% verringert worden. Das ist im Prinzip die Einzelzeit. Also das heißt, wie weit geht das Fadenkreuz eigentlich noch auf, wenn ihr dann dabei seid, euer Geschütz auszurichten. Ich hatte jetzt hier ein bisschen zu kämpfen mit meinen eigenen Mitspielern. Habt ihr gerade gesehen, ne? Der T10 und der T54E1. Die, ja, weiß ich nicht, haben sich dann nicht getraut, da rumzufahren und haben mich dann da so ein bisschen die Schüsse tanken lassen. Also manchmal ist der Feind auch eher das eigene Team. Trotzdem konnten wir jetzt hier irgendwie gemeinsam das Objekt 277 rauspushen. Der hat sich natürlich fahrlässigerweise hier auch schön reinziehen lassen. Jetzt steht da noch der Streuselwagen im Siege-Modus. Vielleicht kriegen wir den, jawohl. Und guckt euch diese Schüsse an, ja, das geht hier rucki-zucki manchmal. Ich muss sagen, das Gunhandling, man merkt es wirklich, ist extrem verbessert worden. Einen weiteren Buff, den habe ich gerade in der Garage schon angesprochen. Ja? Die Rückwärtsgeschwindigkeit wurde von 13 auf 15 km/h erhöht. Ihr könnt das jetzt ja sogar nochmal steigern, habt ihr gerade gesehen, mit den Feldmodifikationen. Warum ist das so wichtig? Gerade wenn ihr jetzt zum Beispiel mit einem Turbo fahrt. Ja, ihr fahrt um die Ecke, ihr macht euer Magazin und dann stellen viele fest, CS63 ist ein ganz, ganz geiles Beispiel. CS63, mit dem kommt man angepiekt, fährt um die Ecke, ballert los und dann will man in Deckung fahren und stellt fest, oh Gott, der fährt ja rückwärts übelst langsam. T57 Heavy, auch ein weiteres Beispiel von diesen Fahrzeugen, die dann plötzlich eine ganz, ganz langsame Rückwärtsgeschwindigkeit haben. Und um sich hier schnell wieder, nachdem man den Clip gemacht hat, aus der Situation zu lösen, ist so eine Rückwärtsgeschwindigkeit gar nicht zu unterschätzen. So, und das sind natürlich jetzt hier die Situationen, da wollt ihr am Start sein. Wenn es jetzt hier darum geht, die Kollegen einfach nur aus der Hölle wegzufarmen. Jetzt kann man noch mal gucken. Ich habe noch zwei Schuss. Jawohl, hallo.
bis auf einen Schuss haben wir jetzt alle Schüsse gemacht. Und jetzt, ne, da ist jetzt hier wieder das Thema Rückwärtsgeschwindigkeit. Hier schnell rausfahren, nachladen. E75 und Panzerkampfwagen 7 sind ja noch relativ voll. Aber das ist im Prinzip, das war jetzt bilderbuchmäßig, wofür der AMX Fosch 50B designt ist. Um überraschend an so einer Ecke aufzutauchen und dann einfach seine tödliche Fracht zu entladen und die Gegner maximal wegzuklippen. So ein bisschen wie früher der WT auf Ehren 100. Der hatte ja im Prinzip genau den gleichen Auftrag, nur dass der halt riesengroß war, dafür einen volldrehbaren Turm. So, jetzt haben wir da noch einen Jagdtiger, von dem fange ich mir zur Not auch ein. Und jetzt geht's hier Vollgas ab. Der Killshot bounced natürlich wie immer, aber wir konnten im Jagdtiger immerhin 3 Schuss reindrücken, also ja, mein Gott, sind 2 gebounced. Und jetzt kommt nochmal eine gute Situation, die euch zeigt, wie gut die Mobilität jetzt zusammenspielt mit den Dispersion-Werten. Wir haben auch noch dazu eine Motorleistungssteigerung von 1000 auf 1150 PS bekommen. Also nochmal zusätzliche Mobilitätsverbesserungen. Gerade wenn ihr jetzt auch noch mit Turbo unterwegs seid, dann schmeckt das natürlich richtig. Und jetzt guckt mal, was diese Mobilität gepaart mit der Dispersion macht. Wir haben jetzt einfach 2 von 2. Gut, es waren jetzt irgendwo so um die 150 Meter. Aber der Panzer macht jetzt auch aus der Fahrt, gerade wenn ihr gegen Ziele agiert, wie einen TVP, einen Leopard 1, verlässlich seine Schüsse aus voller Fahrt. Und das ist natürlich eine Sache, das konntet ihr vorher komplett knicken und ist jetzt, natürlich werdet ihr nicht 100% eurer Schüsse machen, keine Frage. Aber es ist zumindest jetzt so, dass ihr in solchen Situationen, wo ihr vielleicht nochmal, wo es um die Abschmatzphase geht oder wo ihr noch ums Überleben kämpft, hier noch einen Schuss machen, da noch einen Schuss machen, da ist der Fosch 50B jetzt nochmal ein ganzes Stück besser geworden. Jetzt gibt es nicht auf jeder Karte die Möglichkeit, irgendwie an irgendeiner Ecke zu warten. Ist ja nicht jede Karte eine Stadtkarte, ist auch nicht jede Karte so verwinkelt, dass es da irgendwie die Möglichkeiten gibt. Ihr habt auch viele dieser eher offenen Karten wie Morawanka, Redshire, Karelien, über Prokhorovka, Malinowka brauchen wir da in dem Zusammenhang wahrscheinlich auch gar nicht reden. Da geht es dann darum, dass man am Anfang erstmal ein bisschen passiver angeht. Es sei denn, ihr seid jetzt wirklich gegen 9er und 8er Top-Tier. Jetzt in diesem Szenario hier, ihr habt viele Gegner, die euch auf kürzere Entfernung schon hart in die Fresse hauen können, um das mal so ganz platt zu sagen. BZ75, VK7201K, dann habt ihr natürlich noch den FV am Start. Also erstmal vielleicht aus sicherer Entfernung versuchen zu snipen. Ihr habt es auch gerade in der Garage gesehen. Auch ohne Feldmodifikation komme ich jetzt hier immerhin mit meinem Setup, ohne dass wir da nennenswert was für das Gun Handling tun, mit Rationen, Waffenbrüder etc. auf 0,3 Genauigkeit. Das ist jetzt noch kein Stritzwahn oder keine Grille, aber dafür, dass wir hier einen Autoloader haben, denke ich, sind 0,3 glatt eigentlich ziemlich in Ordnung. Und 2 Sekunden Einziehzeit plus den guten Dispersion-Werten, das heißt, das Fadenkreuz, selbst wenn ihr jetzt hier irgendwie euren Panzer bewegt, geht auch nie großartig auf. Jetzt haben wir hier natürlich so einen Schar, der sagt, okay, ich stelle mich einfach mal quer in den Busch, weil das ist ja mein umgeschmissener Baum, deswegen bin ich der Einzige, der das hier nutzt. Da sind wir wieder bei dem Thema, was ich eben schon hatte, ne? Manchmal, wie eben auf dem Hügel auf Himmelsdorf, manchmal ist der Feind halt einfach eher der eigene Mitspieler. Aber da muss man ganz ruhig bleiben, man muss das aussitzen, im Zweifel wegfahren. Hier passiert jetzt ja auch gerade nicht allzu viel. Der Rheinmetall versucht hier zu spotten, ist auch noch am Leben. Das ist ja immer schon mal ein gutes Zeichen, wenn der eigene Scout noch am Leben ist. Wir sehen jetzt auch da bei den Heavys, da kommt jetzt ein Übergewicht. Und wir haben hinter uns zwar Grille 15 und T110 E4 stehen, aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, ja, vielleicht kennt jemand diese Position ja auch noch gar nicht, dann könnt ihr jetzt hier vielleicht da auch noch was mitnehmen. Es gibt hier hinten noch eine Position, wo man, wenn man einigermaßen Tarnwert hat, das hat ja die Fosch 50B, weil sie so einen kleinen Aufbau hat, und wenn man jetzt einigermaßen mobil ist, dann kann man hier hinten hochfahren. Ein besonderer Charme dieser Position ist, dass ihr vor euch einen fetten Baum stehen habt. Da. Und dieser Baum gibt auch oben Tarnung. Und jetzt steht da ein 50 TP im Sidescrape, weil er denkt, er ist da hinten vor der obligatorischen TD-Position sicher. Und wir können ihn jetzt hier tracken
nochmal retracken und die ganze Fracht in seine Seite reindödeln. Jetzt sind wir wieder beim Killshot. Der trifft natürlich nicht, weil der Arm AE Phase 1 davor fährt, aber mein Gott. Wir haben jetzt hier schon mit einem Magazin 1701 Schaden gemacht. Also der 50 TP dachte, er wäre schlau, weil er sich da in den Sidescrap stellt, so dass er von dieser A- oder B-8-Position, wo die Grille und der E4 standen, nicht beschossen werden kann. Das gleiche ist im Übrigen auch auf der rechten Seite. Wenn da Leute auf den EN-100 pieken, da könnt ihr auch mit reinschießen. Und natürlich werdet ihr auf diese Entfernung mit dieser Kanone nicht jeden Schuss machen. Aber immerhin ist das hier relativ gefahrlos. Jetzt kommt da der WZ-114 um die Ecke, dem konnten wir auch eine reindrücken. Vielleicht ist der Patton sogar so nett und will da auch noch hinterherfahren. Also, soll heißen, ihr müsst nicht jedes Mal, wenn ihr in dem Frosch sitzt, sofort von Anfang an aufs Gaspedal drücken und dann dieses One-Clip-Wonder spielen, also ohne Plan B reinkrachen, euer Magazin machen und dann platzen, sondern man kann die Runden auch durchaus gerade auf offenen Karten erstmal damit beginnen, indem man ein, zwei Magazine ausprobiert, über die Distanz die Mitspieler, die deutlich stärker gepanzert sind, zu unterstützen und erst dann, wenn sich quasi die Reihen so ein bisschen gelichtet haben und es auch nicht mehr für das ein oder andere Team so viele Kreuzfeueroptionen gibt, dass man dann versucht mit reinzufahren. So, hier haben wir jetzt einen WZ, den wir eigentlich am Turm, da es gibt da so eine Stelle, wo man ihn penetrieren kann, rechts, links, neben der Kanone. Aber wir haben jetzt nur einen Schuss gemacht, mein Gott, so ist das halt. Wir laden jetzt nochmal nach. HP-technisch liegen wir zumindest Stand Anzeige 2000 HP vorne. HP-technisch ist ja aber auch nicht immer die ganze Wahrheit, weil man nicht alles sieht. Jetzt ist sogar gleich auf und wir legen eine Kanone hinten. Und jetzt kommen wir so in den Bereich, wo es langsam dann dahin geht, dass man aufrücken sollte. Ja, in der Mitte, da ist jetzt nicht mehr so viel passiert. Der FV hatten wir gesehen, ist auch schon One-Shot. Stritzwan ist da sogar mit hochgefahren. Der hat ja auch sich da oben schon ganz gut einschenken lassen. So, und jetzt muss man hier natürlich mit Bedacht agieren. Also jetzt hier gleich straight reinfahren und sagen, okay, jetzt habe ich meine 2500 Schaden sicher. Jetzt noch ein Magazin, bin ich safe über den 3000. Kann man so machen, muss man natürlich nicht so machen. Sondern wir wollen natürlich lieber Ziele abarbeiten. Den VK schützt da gerade so ein Haus. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, in der Mitte wird gar nicht mehr viel außer der Stritzwagen stehen. Der hat ja gerade zu tun. Und das war jetzt natürlich ein optimistischer Schuss. Kommt auch nicht nochmal hoch. Glück für ihn, Pech für mich. So, und hinten versuchen die Kollegen jetzt gerade hier den VK anzugehen. Und ich muss jetzt irgendwie in eine Position kommen. Jawohl, so sollte es gehen. Guck mal, die Gun Elevation ist auch gar nicht schlecht von dem Frosch. So, da ist er. Der Schuss bounced leider. Und jetzt wird er gemacht. Jetzt können wir direkt in den Reload gehen. Ja, der Reload ist ja auch nicht so lang, dass man nicht dann auch drei Schüsse einfach mal auf C drücken kann. Ja, wer immer noch nicht weiß, dass man das Magazin mit der Taste C nachlädt. Hallo? Ansonsten haben wir jetzt hier 2952 Schaden gemacht. Und jetzt sind wir in so einer Situation, wo wir wissen, okay, unser Team hat die Kartenkontrolle, das Gegnerteam steht immer noch mit den meisten Kräften hier vorne und jetzt muss man natürlich aufpassen im Hintergrund, wir sollten jetzt erstmal dem Rheinmetall ein bisschen Zeit geben, dass er jetzt hier aufschließen kann, Konzept 5, Skoda T50, also unsere mittleren Panzer, dass die hier vielleicht ein bisschen was spotten können. Ihr wollt jetzt da natürlich auch nicht wie so ein Irrer, das sieht man ja auch immer wieder dann, die denken dann, okay, jetzt ist mein Team ganz weit vorne, jetzt krache ich einfach rein. So, aber da hinten steht noch so viel Feuerkraft, dass die euch im Handumdrehen auseinandernehmen. Ja, Frosch 50B hat alles, aber keine brauchbare Panzerung. So, und jetzt haben wir immerhin zwei Schuss auf den Streuselwagen gemacht. Ich gehe nochmal in den Reload, weil bestimmt gehen gleich noch weitere interessante Ziele auf. Hier, ihr seht, was hier noch alles rumsteht. Ne? Viel wichtiger ist halt, dass jetzt dahinter der FV, dass der
am besten so schnell wie möglich stirbt. Wenn der tot ist, dann kann man sich überlegen, da reinzukrachen. Aber der FV ist natürlich imstande, euch innerhalb von kürzester Zeit mit einem Schuss 1750 AP abzuziehen. Deswegen, wenn man da jetzt auch noch zwei Stritzwands im Hintergrund hat, das ist noch nicht der Moment, wo man dann die Jodel-Attacke auch wirklich durchzieht. So, der WZ hat mich da jetzt gespottet. Erstmal wieder ein bisschen in Deckung fahren, nicht dass hier der FV dann doch da hinten aus der Ecke schießt. Streuselwagen hat sich verlegt. Unser Rheinmetall, der könnte jetzt ja eigentlich mal sich noch ein bisschen die Sporen verdienen. Und hier noch ist ja noch ganz gut was zu spotten. Jetzt macht das Gegnerteam sogar wieder den Fehler, dass sie hier gegenpushen. Ja, der BZ, guckt euch das an, der fährt jetzt hier rein. Und jetzt sind wir wieder im Forsch 50B Territorium. Leider nicht jetzt getrackt. Nochmal getrackt. Und jetzt habe ich noch zwei Schuss. Der erste Schuss war natürlich ein bisschen bitter, aber dafür hat man sechs Schuss. Wie gesagt, ärgert euch nicht, wenn ihr dann mal einen Schuss nicht macht. Da hinten ist jetzt auch gerade der Streuselwagen geplatzt. Das sind so diese Momente, für die man einfach die Forsch 50B, wenn man sie fährt, liebt. Und wenn man gegen sie fährt und in so eine Situation kommt, dann kann man manchmal auch einfach nur kotzen. So, wir sind jetzt gleich wieder nachgeladen. Der FV ist auch tot. Und jetzt sollten wir die W-Taste drücken, weil jetzt gibt es hier vorne noch einen Patent-Tank. Es gibt noch einen WZ mitzunehmen. So, und jetzt kann man sich auch die Schüsse fangen. Jawohl, Patent-Tank bounce. Ich nehme jetzt erstmal hier den Patent-Tank. Und jetzt können wir noch den WZ mitnehmen. Der CS ist leider komplett weggefahren, der ist am anderen Kartenrand, von dem kriegen wir jetzt nichts mehr ab, aber ich denke, man hat jetzt in beiden Replays ganz gut gesehen, wo man den Forsch einzuordnen hat, also entweder seid ihr auf einer Stadtkarte oder einer Schlauchkarte, wo ihr quasi einen Schlauch unterstützt und wo ihr dann versucht, überraschend um die Ecke zu kommen, oder auf offenen Karten erstmal ein bisschen passiver anfangen, es sei denn, ihr seid jetzt wirklich plus zwei Top-Tier, dann kann man natürlich auch direkt loslegen. Dann ist die Panzerung tatsächlich auch einigermaßen effektiv. Ansonsten, wie gesagt, Weak Spot, das hier, wenn die Gegner nur genug Durchschlagskraft haben, auch alles, auch die ganze Superstructure, Weak Spot von den Jagdpanzer Ehren 100 oder den E3 solltet ihr euch auf gar keinen Fall niemals stellen. Seitenpanzerung ist auch als schwach anzusehen. Deswegen auf offenen Karten erstmal Piano machen, gucken, wie sich das Spiel entwickelt und dann im weiteren Verlauf immer weiter aufschließen und dann eventuell zum Schluss eure tödlichen Magazine machen, so wie wir das gerade dann gegen den BZ und gegen den Patent-Tank gemacht haben. Ja, damit würde ich sagen, schauen wir nochmal auf die Postgame-Stats. Die erste Runde, die ihr gesehen habt auf Himmelsdorf, war erste Klasse. 5547 Schaden, 3 Kills, gucken wir hier ganz kurz drauf. 1163 Basis-XP und wie gesagt, ich denke, das Prinzip ist hier ganz gut klar geworden. Wir haben 22 Mal geschossen, 20 Mal getroffen, 16 Mal penetriert. Gucken wir nochmal ganz kurz auf die zweite Runde auf Redshire. Das war erster Klasse, Großkaliber, 6216 Schaden, 299 Unterstützungsschaden, immerhin 1440 Schaden geblockt und 2 Kills gemacht. Hier sind wir mit 1031 Basis-XP davongekommen. Das lag vor allem daran, dass wir hier einen Großteil des Schadens auch über 300 Meter gemacht haben. Also auch auf die Entfernung kann der Panzer durchaus schießen und treffen und penetrieren mit der APCR, mit der, wie gesagt, AP. Ja, da habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Die fliegt langsamer. Die 257 Durchschlagskraft für den Tier 10 TD sind jetzt auch wirklich mau. 28 Mal geschossen, 24 Mal getroffen, 16 Mal penetriert. Also wenn man viel über eine größere Entfernung schießt, dann wird das Trefferergebnis natürlich schlechter. Aber dafür kann man dann auch entspannter nachladen und man riskiert in den seltensten Fällen dann seine eigenen HP. Ja, das zum AMX Forsch 50B. Ich hoffe, das war einigermaßen informativ. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, auch was sich geändert hat und die Spielidee hinter diesem Panzer. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr den AMX Forsch 50B besitzt, ob ihr das auch gemerkt habt, dass sich der Panzer doch signifikant gerade vom Kanonen-Gunhandling verbessert hat oder ob ihr sagt, nö, ist jetzt nach wie vor keine Reihe, die mich großartig interessiert. Also da, wie gesagt, bin ich mal so auf euer Feedback gespannt. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!